Wir fahren nach Kleinflottbek. Hier liegt der neue botanische Garten. Der Garten hat ganzjährig geöffnet. Der Eintritt ist frei. Direkt am Eingang des Parks kann man bekannte und unbekannte Nutzpflanzen beim Wachsen zuschauen. Gemäß den Jahreszeiten wird hier angebaut. Von den Giftpflanzen sollte man lieber die Finger lassen. Heute ist Samstag, aber es regnet. Deshalb ist im sonst vollen Park nur wenig los. Warum es sich auch sonst lohnt, bei Regen immer rauszugehen, dazu später mehr. In der Mitte vom Park ist ein großer Teich. Im Wasser schwimmen nicht nur Enten und Gänse, auch Karpfen ziehen hier gemächlich ihre Runden. Wenn du Glück hast, kannst du sogar eine Schildkröte entdecken. Im Herbst leuchten die Ginkgo-Bäume auf der Insel in hellem Gelb. In dieser Jahreszeit kommt man sich klein vor. Alle Pflanzen erscheinen riesig. Manche sind es auch. Tatsächlich habe ich das Gefühl, auf einem anderen Kontinent zu sein. Oder in dem Computerspiel The Last of Us. Der Regen hat die Fahne in ein saftiges Grün getaucht. Gänse haben Junge bekommen. Auch ihnen ist wohl ganz recht, dass heute nicht ganz so viel los ist. Von Süd nach Nordamerika sind es hier nur ein paar Schritte. Und die nassen Farne weichen den majestätischen Mammutbäumen. Ja. Diese können bis zu 100 Meter hoch werden. Auch in diesem Park gilt: Wer etwas entdecken will, hält sich am besten von den größeren Wegen fern und nimmt die kleinen Trampelwege.
Eichhörnchen flüchtet und beobachtet uns von einem Baum. Wasser findet man überall im Park. Noch schnell über die Alpen. Der Park hat große Wiesen, aber auch bewaldete Teile. Es hat wieder angefangen zu regnen. Wir stellen uns unter und beobachten, wie die Tropfen auf die Wasseroberfläche schlagen und Kreise bilden. Ich war schon ein paar Mal in Regenwäldern in Asien und Südamerika. Ich fühle mich dorthin versetzt, wenn ich mir die Vogelstimmen dazu denke und es 20 Grad wärmer wäre. Ach ja, ich wollte euch noch erzählen, warum man bei Regen rausgehen sollte. Zum einen sind viel weniger Menschen unterwegs und man kann Orte viel persönlicher erleben. Regen verändert aber auch die Farben. Alles wirkt voller, saftiger, grüner. Man begegnet anderen Tieren. Nicht nur Regenwürmern, auch andere Tiere verändern ihr Verhalten. Achtet mal darauf. Besonders im Sommer, wenn es wärmer ist, taucht der dampfende Regen Wälder und Wiesen in ein Meer an Düften. Und dann ist da noch der Klang von Regentropfen. Was gibt es Schöneres? Die Pflanzen erinnern uns an ein Tier. Euch auch? Kannst du die Ente finden? Wer kann, schützt sich vor dem Regen. Das Café Schmidtchen gehört, wie der Name schon verrät, zum Café Schmidt. Hier gibt es neben Kaffee und hervorragenden Kuchen auch belegte Baguettes, Quiche und andere warme Speisen. Wer den Park abseits der vollen Besuchszeiten besichtigt, kann hier in Ruhe bei einem Glas Wein den Abschluss eines Spaziergangs durch die Kontinente genießen. Gärten sehen zu jeder Jahreszeit anders aus. Deshalb sollte man regelmäßig zu Besuch kommen. Unser letzter Besuch war im November. Wie der Park im Vorwinter aussah, seht ihr hier. Wenn dir das Video gefallen hat, dann abonniere gerne meinen Kanal. Hier erscheinen 1-2 Videos im Monat.
Weitere Infos zum Park findest du in der Beschreibung. Welche Ecke magst du im Botanischen Garten am liebsten? Und was ist dein Lieblingspark in Hamburg? Ich freue mich über Kommentare und Anregungen.